Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Grandia. Ja, das letzte Mal hatten wir hier das Traumschloss gemacht gehabt. Eine der optionalen Dungeons und ja, hatten den Geist des Lords besiegt. Und jetzt müssen wir noch ein Stück hier durch die Silwüste durch bis zur nächsten Stadt. Ja, mal gucken. Ja, was machen wir denn mal? Machen wir mal milder Tritt auf den Kaktusmann. Ciao. Jo, Justin, mach mal Brenne. Ja, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Jo, meins war auch ganz okay. Hab ein paar kleine Kleinigkeiten geschenkt bekommen. Drei DVDs und SimCity, das wollte ich schon Ewigkeiten mal spielen. Wir hatten das mal irgendwie im Erdkundeunterricht damals in der Schule, glaube ich, gehabt. Hatten wir das mal gespielt irgendwie. Weil da hatten wir, glaube ich, irgendwie Stadtentwicklung oder sowas. Keine Ahnung. Und dann durften wir das mal irgendwie ein paar Stunden lang spielen. Aber ansonsten hatte ich das noch nie gespielt. Und ich meine, kostet ja jetzt auch nicht viel das Spiel. Ja. So sieht es aus. Und ich hau jetzt gerade mal ein bisschen drauf hier. Mach jetzt nicht allzu viel mit Zauber. So, genau, Justin hatte ich ja, glaube ich, das Schwert gegeben. Das ist sehr schön, weil da kann er ja jetzt dann bald was lernen. So, da war noch da, genau, die hatte ich gerade auch gesehen gehabt. Jetzt bleibt doch mal stehen, Mensch. Mann, was soll denn das? Ja, ist klar. Was bist du denn für ein Arschloch, ey? Der haut von mir ab, der will nicht gegen mich kämpfen. Hallo? Hallo. Endlich. Pussy, ey, Weichei. Okay, Flammengeschoss. Ja, diese Scherengriffe, die sind gegen Feuer ja ein bisschen empfindlicher als jetzt hier die Silskorpione. Den hat Feuer ja kaum was ausgemacht, aber ihr seht schon. Das wirkt doch hier relativ gut. So. Jetzt ist wieder das Spiel in den Hintergrund gegangen. Was soll denn das? Okay. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo ich jetzt als nächstes lang muss. Das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, Fina ist eine Stufe höher gekommen. Sehr schön. Und Justin hat schon fast 200 Trefferpunkte, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay, also hier geht's dann lang. Gut, dann wissen wir Bescheid. Ah ja, okay, genau. Hier gibt es nicht mehr allzu viel. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch irgendwas gibt. Da geht's raus. Ist hier noch irgendwas? Geld gibt's hier noch. Okay, ja, also das waren jetzt noch die, ja, der kleine Nachtrag von der Silwüste. Und Milda hatte uns vor ein paar Parts ja auch schon gesagt, wo es jetzt hingeht, nämlich nach Silpadden. Das ist eine der größten Städte, würde ich mal behaupten, jetzt hier in dem Spiel. Es ist so heiß, wir sind hier in der Stadt Silpadden im Landesinneren. Wir bleiben heute hier. Ist es noch weit nach Lane? Um nach Lane zu kommen, müsst ihr die Savanne im Süden überqueren. Da habt ihr ganz schön was vor euch. Klingt, als sollten wir heute hier bleiben. Wir sollten uns nach einer Unterkunft umsehen. Ich wüsste da was. Seht ihr das große Gebäude am Ende der Straße? Das ist ein Hotel. Sehen wir uns erst die Stadt an. Ich habe gehört, dass man hier wirklich seltsame Waffen kriegt.
Ja, okay, also Rap möchte gleich in den Waffenladen, da möchte ich jetzt aber nicht hin, weil ich möchte mich hier zuerst mal umsehen. Guck mal, der sieht aus wie ein Esel. Was ist das? Dieser Raffanbauer, er hat mich schwer gekränkt. Da er unsere Gläser zerbrochen hat, hätte er sich entschuldigen, seine Brieftasche zücken und sagen sollen, ich kaufe die Gläser, dann haben wir ja kein Problem, oder? Was will er? Ja. Okay. Lassen wir diese Späße. Das ist jetzt hier, keine Ahnung, das hier einer mit so Hasenohren. Such dein Hotel. Seht ihr die Leute am Ende der Straße rechts? Das ist es. Okay, also die sagen alle was, aber wer bist du denn? Wie wär's mit Hoffnung? Wie wär's mit Hoffnung, dieser Lotion hier? Wären alle deine Haarprobleme vorbei. Wovon redest du? Haarprobleme? Kein Bedarf. Ich habe keine Glatze. Ich bin noch jung. Genug. Was redest du da? Ich werde es im Alter bitter bereuen, mein Haar früher vernachlässigt zu haben. Okay, der will hier irgendwelche Haarlotionen hier uns andrehen. Da ist wieder so ein Esel. Den haben wir. Was ist das denn hier? So ein Fischkopf. Wie sieht der denn aus? Was? Wie kann ich euch helfen? Oh, nein, eigentlich nicht. Sicher? Gut, bis dann. Okay, also hier sind jede Menge Hempel. Da ist eine Frau, die sieht einigermaßen menschlich aus. Ah ja, gut. Segelohren hat sie. Ist das eine Frau? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was diese Al-Qaida dachten. Nicht Al-Qaida, sondern Al-Qaida. Ihre Gesichter haben sich kaum verändert. Scheiße. Wenn sie da, wo wir leben, ein Hotel bauen wollen, was können wir schon tun? Wir Raffanen können nicht verstehen, was sie tun. Okay. Irgendwas mit Raffanen und was weiß ich. Raffanen, Al-Qaida, nee, Al-Qaida haben wir schon kennengelernt. Okay, hier kann man aber nirgendwo in die Gebäude rein, wie ich das richtig sehe. Oh, hier schön im lila Kleidchen. Mein großer Bruder ist nach Gumbo gegangen und ist noch nicht zurück. Er treibt sich bestimmt bei den Festspielen rum. Er vernachlässigt seine Arbeit. Also wirklich, der Senior wird mit ihm schimpfen müssen. Okay. Das sind hier auch solche Hasen, so wie Guido, den wir ja schon zweimal gesehen haben, kennengelernt haben. Mogai Haus 1. Okay, also das sind hier, hier wohnen die Mogais, wo auch Guido einer von ist. Was hast du denn zu sagen? Die Völker von Al-Qaida und Raffane missverstanden den von uns gebauten Damm häufig. Sie sagen, dass wir den Damm gebaut haben, um sie davon abzuhalten, Orte der Mogai zu besuchen. Das ist vollkommen falsch. Wir Mogai konnten nur nicht in Ruhe leben mit all diesen Kellern in den Dämmen. Okay. Verstehe nicht, wovon er jetzt spricht. Er meint wahrscheinlich diese Mauer hier. Dass das der Damm ist oder was? Keine Ahnung. Zur Stadt Silpadden. Ja, das ist auch intelligent. Da geht's eher in ein Gebäude rein. Okay, da ist aber keiner. Ein leeres Gebäude. Hier ist eine was zum dran ziehen. Jo, okay. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen umgeschaut. Das können wir ja so, vielleicht noch in das ein oder andere Gebäude rein. Hier geht's zum Kaufhaus, zur Oase. Ist hier hinten noch irgendwas? Eine Palme. Hier scheinen jede Menge Händler scheint's hier zu geben. Okay, dann gucken wir mal. Hotel Al-Qaida, nee, Al-Qaida. Der sieht aus wie ein Maul. Der ist wieder so ein Esel. Der sieht aus wie ein Maulwurf und der sieht halbwegs vernünftig aus.
Das ist wieder so ein Fisch anscheinend. Sprechen wir mal mit dem Maulwurf. Bitte geht in den ersten Stock. Von dort hat man die beste Aussicht. Unser Hotel empfiehlt eine Massage nach dem Baden. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, fragt mich einfach. Und das scheint hier so ein Page oder sowas zu sein, anscheinend. Wo geht's denn hier in den ersten Stock? Raum A, Raum B. Was hast du zu sagen? Meine Pfotenmassage ist Jazz-Klassik, die beste in Al-Qaida-Distrikt. Der Kunde fühlt sich sofort wie im Himmel. Meine Pfoten haben mich berühmt gemacht. Wie sieht's aus? Ein Rubbeln mit meinen Pfoten macht euch wieder munter. Ja, okay, die Pfotenmassage. Wir können ja nochmal hier in so eines dieser Gebäude rein. Oh, was bist du denn für einer? Wir sind in dieses Hotel gekommen, um unsere müden Körper auszuruhen. Nach einem geruhsamen Bad werde ich mich von der Masseurin von oben bis unten massieren lassen. Schon, wenn ich nur darüber nachdenke, fühle ich mich gut. Okay, also der hat es anscheinend sehr, sehr eilig mit der Massage. Und hier, okay, randalieren kann man hier anscheinend. Nee, jetzt macht es aber kein Geräusch mehr. Ja, okay, ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal genug gesehen. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal die unten sage ich schon, vor der Tür an. Die müssen wir nämlich, damit das hier storytechnisch weitergeht. Ha, alles was sie tun ist kämpfen. Es ist ein Wunder, dass sie das noch nicht leicht werden. Wir sind die Ältesten und die Mogais sind die Reichsten. Wir streiten uns um so unbedeutende Sachen. Ist das nicht dumm? Okay. Was redest du da? Sei nicht so arrogant. So sind die Rafan. Wir waren die Ersten in Silpen. Ihr kommt immer später und mischt euch ein. Auf keinen Fall. Ihr Al-Qaida habt kein Auge für Qualität. Was würdet ihr tun, wenn wir eure Produkte nicht kaufen würden? Ihr würdet verhungern. Ist das ein Streit? Alles klar, los. Stopp, nicht schon wieder. Wenn dieser Haufen sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, gibt es Streit. Nur die Mogai sind anders. Wir werden jedenfalls heute Nacht im Hotel schlafen. Gehen wir uns ausruhen. Okay, Fina ist immer noch so, einsilbig. Einsilbig bis keinsilbig. Okay, also alles, was wir so mitgekriegt haben, ist, dass es hier drei verschiedene Stämme gibt. Die Al-Qaida, die Rafan und, also die Al-Qaida sind anscheinend die hier mit diesen komischen Tierköpfen. Die Rafan sehen so halbwegs menschlich aus und die Mogai, das sind die mit den Hasenohren. Ja gut, so, dann müssen wir jetzt mal hier mit dem Chef reden. Willkommen, bleibt ihr heute Nacht hier? Mit Mahlzeit bitte. Möchtet ihr die Speisekarte sehen? Ja, mal gucken, was habt ihr denn so Schönes? Sieht aus wie ein Burger oder sowas. Hey, ist das deine erste Mahlzeit? Mach etwas langsamer. Ja, was glaubst du denn, Rip? Glaubst du, Justin hat in seinem Leben noch nie gegessen oder was? Aber guck dir bloß dieses Essen an. Es ist knallrot. Ist das nicht etwas zu scharf? Diese Stadt liegt mitten in der Wüste. Es ist anders als in deinem Dorf. Man kriegt keine frischen Lebensmittel. Die Mogai bekommen das meiste von woanders. Wenn sie keine Gewürze verwenden würden, wäre es gefährlich. Oh, ich verstehe, du bist gut informiert. Was? Das musst du nochmal für Darlin wiederholen. Mega scharf, ich mag das Essen hier gar nicht. Okay, was hat denn Milda zu sagen? Wie ist denn dieses Silpen? Ist es eine riesengroße Stadt? Es gibt hier drei Völker, die Rafan, die Al-Qaida und die Mogai. Es scheint, dass aufgrund der letzten Verwandlungsvorfälle Flüchtlinge aus den Dörfern eingeflogen sind. Also eingeflogen, Flugzeuge hatten die auch schon oder was? Die Mogai unterscheiden sich von den anderen Völkern in dieser Stadt. Sie haben aber eine gute Einstellung. Ah, die Mogai, ich kenne auch einen von ihnen. Er ist definitiv anders. Alle Mogai sind Händler, sie tauchen überall auf. Sie kommen auch nach Lane.
Aber sie haben diese Redensart. Ehre des Lebens ist es. Das ist weise, nicht, oder nicht? Nun, Ehre des Lebens. Ich nehme an, dass es eine Art gesunder Menschenverstand ist. Ich habe jedenfalls noch nie eine so große Stadt gesehen. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Sightseeing. Na gut, das haben wir eigentlich schon gemacht. Das ist wirklich eine große und schöne Stadt, aber die Leute scheinen nicht einig zu sein. In Carfu sind die Leute vereint und versuchen ihr Dorf zu verteidigen. Ja, nicht weil du es sagtest, soll es wahr sein, aber vielleicht sind sie einfach reizbar. Ich frage mich, ob die Leute in dieser Stadt wissen, dass Carfu zu Stein geworden ist. Wenn sie es wissen, sollten sie nicht so ungerührt wirken. Ich frage mich, warum die Leute in dieser Stadt so ungerührt wirken. Die Bewohner und der Wald von Carfu sind zu Stein geworden und es geschehen komplizierte Dinge. Okay, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ja, okay. Hast du die satt gegessen? Du weißt, Lane ist immer noch vorne. Wir brauchen ein gutes Restaurant. So, okay, also jetzt haben wir uns hier ein bisschen, haben wir hier gegessen. Müssten wir eigentlich auch wieder aufgeladen sein. Können wir mal kurz gucken, ob wir noch extra speichern müssen. Okay. Ja, also jetzt könnten wir eigentlich hier, was ist das hier eigentlich? Wahrsagerin in Olvas Zelt. Könnten wir vielleicht auch noch reingehen, aber also jetzt könnten wir eigentlich hier ins Kaufhaus gehen, aber ich hatte ja gesagt, dass ich Rap jetzt beide Zauber geben werde und wir haben hier nur ein Mana-Ei. Bis jetzt, deswegen werde ich jetzt mal kurz den nächsten Dungeon anteasern. Die Wildnis der Savanne, weil da ist jetzt nämlich gleich ganz am Anfang ein Mana-Ei. Das hole ich mir mal schnell. Das ist die Savanne. Hierdurch geht's südlich zum Brinan-Gebirge. Da geht's zum Dorf Lane. Ist noch ein bisschen. Keine Angst, ich bringe euch dahin. Okay, ja, ich habe keine Angst. Oh nein, oh, das war knapp. Gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. So, da ist das Mana-Ei. Ich hoffe, ich habe noch Platz im Inventar. Scheiße, muss ich irgendwas rausschmeißen. Boah, was ist denn billig? Also, versteht ihr meine... Blitzamulett haue ich jetzt weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Meine Beweggründe. Ich will jetzt natürlich... Ich könnte natürlich die ganzen Kleidungsstücke und sowas dann aus dem Inventar rausschmeißen. Aber weil die Waffen jetzt hier in Silpadden so teuer sind, versuche ich natürlich möglichst viel teures Zeug im Inventar zu behalten, damit wir dann uns möglichst viele Sachen kaufen können. Gibt es etwas, was du verkaufen willst, mein Junge? Zeig mir deine Waren. Ja, was wollen wir denn verkaufen? Also, Schwalbenhut, Tarnrüstung, Schwalbenhut, den Hammer können wir eigentlich, glaube ich, auch verkaufen. Warten wir noch erstmal ab. Kaktus, Katzenfisch, Juwel. Ja, 10.000, das ist natürlich richtig viel Geld. 33 Kettenpanzer. Okay, 124.000. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir Rap die beiden Zauber kaufen. Okay, und dann hole ich mir mal kurz die Gegenstände da hinten aus der Truhe, dass wir dann gucken können, wie es dann hier mit den Stats von Rap und so aussieht. Okay, nehmen, Gegenstände nehmen. Ja, was haben wir hier alles drin? So, das Erdenbuch können wir nehmen. Das gebe ich jetzt alles mal hier der guten Milda. Wasser, Erde.
So, und die anderen beiden Sachen lasse ich noch drin. Keulenbuch könnt ihr ja sowieso, also könnte Justin halt nehmen. Feuerbuch könnte ja jeder theoretisch nehmen, aber da sehe ich jetzt momentan keine Notwendigkeit erstmal zu. Okay, so, dann gucken wir mal. Gegenstände benutzen. Erdebuch. So. Rap. 5 Erde hoch. Er lernt Wow. Keine Verteidigung. Sehr schön. Dann geht's noch eine weitere hoch. Und noch Wasser. Schlummer gelernt. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal, wie es jetzt aussieht. Also, gut, Wind, genau, Wind, das himmlische Kind muss Justin jetzt machen. Fina war ja sowieso fertig, erstmal, vorerst. Ja, puh. Okay, Rap, Schwert, dann lernt er was. Und, jo. Ja, Wasser wäre auch nicht schlecht. Wasser ist natürlich das Gute, dass wir das halt schon immer automatisch ein bisschen trainieren, wenn wir halt heilen. Das heißt, ich werde jetzt dann auch immer nur mit Rap heilen. Gut, dann können wir mal gucken, was es hier so für Waffen gibt. Gieschwert, Lorenzo. Okay, also für Fina gibt es jetzt erstmal gar nichts. Milda könnte ich natürlich auch eine andere Waffe geben, aber ich möchte gern die Axt behalten. Aus einem ganz bestimmten Grund, den ich jetzt nicht verrate. So, Rap, was würde das denn bringen? Das würde plus 11 Angriff bringen. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. So, hier gibt es auf jeden Fall eine neue Keule. Das heißt, dann können wir die eine Keule, die wir noch im Inventar hatten, verticken, würde ich sagen. So, zack. Okay. Tauschen wir Lorenzo mit dem Gieschwert und Justin kauft jetzt einfach mal den La-Hammer. Okay, dann haben wir noch 74.000 für die Rüstung. Plus 14, plus 13. Kriegt Justin mal die Aura-Rüstung. So, das ist überall plus 2. Dann kriegt Fina mal dieses LF-Schild. Das ist plus 1. Ja gut, komm hier. Stöckelschuh. Ihr mich auch mal. So, Rap kriegt den Schwalbenhut. Ne, mysteriöse Maske oder was auch immer das ist. Steht das da irgendwo? Ne, hier nicht. Verlangsamt IP, Verbrauch oder was auch immer das heißen soll. Aber ich glaube, wenn Kleidungsstücke das haben, dann... hat das irgendwas mit der IP-Leiste zu tun, aber das ist nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes, dass sie dann irgendwie schneller wieder dran sind oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ja, also auf jeden Fall, wir sind jetzt eigentlich ganz gut gerüstet soweit. Was ich jetzt machen werde, ich werde noch ein paar Items, weil wir jetzt dann erstmal längere Zeit unterwegs sind bis zum nächsten Dorf, bis wir dann hier nach Lane kommen. Werde ich noch ein paar von den Ultra-Drinks und vielleicht auch den ein oder anderen Zaubertrank noch hier in der Kiste verstauen.
damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Okay, ja gut, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Da kann man doch nicht meckern. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Dann speichere ich nochmal schnell ab. Also das war jetzt heute ein etwas kürzerer Part mal, aber das soll es ja auch geben. Haben wir uns ein bisschen hier Silpadden angeschaut, die Stadt. Haben gelernt, dass die sich diese drei Völker sich nicht untereinander verstehen. Und haben jetzt Rap die letzten beiden übrigen Zauber noch gegeben. Ja, uns neu ausgerüstet und das war's dann heute eigentlich auch schon. Dann gehen wir nächstes Mal hier in die Wildnis der Savanne, die wir ja gerade eben schon oder ja vor ein paar Minuten ich euch schon gezeigt habe. Und das ist einer meiner Lieblingsdungeons, weil es da viele Sechser-Kombos gibt. Das heißt, da kann man ordentlich skillen. Und hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage ciao, ciao.